I've got some grape soda on ice and a bearskin rug waiting. Yeah. Hallo liebe Moviepiloten, vor einigen Wochen hatte Eve bereits das gesamte MCU gerankt und ich werde das heute mit dem DCEU tun. Aber bitte beachte dabei, es handelt sich hierbei um meine Meinung. Wir veröffentlichen häufiger coole Ranking-Videos, deswegen vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Beachtet bitte, dass es bei diesem Video eventuell zu kleinen Spoilern kommt. Ich versuche das Ganze aber so spoilerfrei wie möglich zu halten. Viel Spaß. I'll take that as a yes. Y'all jokers must be crazy. Mein letzter Platz geht an Suicide Squad und ich werde auch versuchen, diesem Film etwas Positives abzugewinnen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Jared Leto. Aus diesem Grund habe ich mich sehr auf seinen Joker gefreut. Leider hat er viel zu wenig Screentime, aber das, was wir von ihm zu sehen bekommen, finde ich persönlich eine schöne neue Interpretation und sehr abwechslungsreich im Vergleich zu dem, was wir bisher geboten bekommen haben von Cesar Romero über Mark Hamill bis hin zum legendären Heath Ledger. Auch positiv ist vor allem die Teamdynamik, vor allem zwischen Deadshot und Harley Quinn, die beide versuchen, ihre familiären und psychischen Probleme unter einen Hut zu bekommen und trotzdem zu Teamplayern zu werden, da ja immerhin die gesamte Welt auf dem Spiel steht. Ansonsten ist auch noch interessant die ganze Dynamik zwischen dem Joker und Harley Quinn, die ja doch sehr an die ambivalente Beziehung zwischen den beiden aus den Comics erinnert. Das war auch schon so ziemlich alles, was ich Positives zu dem Film hinzuzufügen habe. Es ist problematisch, dass viele Figuren, besonders Deadshot, mehrfach vorgestellt werden. Einmal, indem sie eigene Szenen bekommen, dann wieder, indem sie eigene Texteinblendungen bekommen. Das ist sehr verwirrend. Auch der Schnitt ist sehr merkwürdig, da die gesamte erste Hälfte von einer komplett anderen Firma zusammengeschnitten wurde als der Rest des Films. Und natürlich die Geschichte. Ich meine, das Suicide Squad wird nur deswegen eingesetzt, weil das Suicide Squad gegründet wurde. Die ganze Geschichte dreht sich so ein bisschen im Kreis und am Ende geht es darum, die Frau zu retten, die für all das verantwortlich ist. All das ist wenig mitreißend und auch ansonsten war der Film eher zähflüssig und hat in den seltensten Fällen richtig viel Spaß gemacht. Wen ich fast vergessen hätte, wäre der Bösewicht und da macht Enchantress keine gute Figur. Ich meine, ihr Bauch, Tanz, Erderoberungs- Menschenumwandlungsplan ist derart kompliziert und an den Haaren herbeigezogen, dass niemand wirklich irgendwie an die gute Seite dieser Figur glaubt, außer Rick Flag. Und das nur deshalb, weil es uns die ganze Zeit erzählt wird, dass er sie liebt, wir uns aber die ganze Zeit fragen, wer ist eigentlich Enchantress? Was kann sie und warum ist sie so? All das wird vorausgesetzt, aber dem Zuschauer, der sich noch nicht ganz in der Thematik befindet, vielleicht nicht ganz klar wird, warum Enchantress eigentlich diese Augenblubbermenschen erzeugt und einen blauen Skybeam in den Himmel schießt, wie es mittlerweile leider in fast jedem zweiten Blockbuster der Fall ist. Aus dem Grund geht der letzte Platz an Suicide Squad. He's clearing the field. It won't last 3 minutes. Then let's use them. Mein fünfter Platz geht an Justice League und ja, ich habe mich riesig auf diesen Film gefreut. Ich bin ein großer DC-Fan, ich bin ein großer Justice League-Fan, ich liebe die Teen Titans und aus diesem Grund habe ich mich gefreut, endlich einen Justice League-Film zu bekommen. Was der Film gut gemacht hat, ist ganz klar die Weiterführung, die Weitererzählung der bereits etablierten Charaktere, das heißt Wonder Woman, Batman und Superman. Und ja, ich will jetzt erstmal gar nicht von dem Bart sprechen, das kommt gleich, aber all das, was wir mit unseren bekannten Charakteren erleben, ist nachvollziehbar. Auch die Teamdynamik zwischen Flash und Batman und Flash und Superman ist ziemlich interessant. Gerade letztere ziehen sich ja immer gegenseitig ein bisschen auf, was ziemlich witzig ist und auch dieser ganze Humor, der aus den Figuren entspringt, ist sehr witzig, ist sehr schön, aber dann gibt es natürlich wieder diese Szenen, die derart überspitzt dargestellt werden. Gerade dieser Wettkampf zwischen Flash hebt das Auto und Superman hebt dieses Haus. Dinge, die merkwürdig anfühlen innerhalb dieses Filmes, die sich merkwürdig innerhalb dieses Kosmoses anfühlen. Superman ist derart overpowered, dass man sich überhaupt fragt, wofür brauchen wir denn überhaupt die Justice League, wenn Superman Steppenwolf ohne Probleme fertig machen kann. Und da wir gerade den Bösewicht angesprochen haben, alles, was ich zu Steppenwolf sagen kann, ist, das CGI sieht furchtbar aus. Es sieht aus, als würde es gerade vor unseren Augen gerendert werden. Und alles an diesem Bösewicht ist einfach nur generisch. Er ist böse, weil er böse ist. Er will die Welt erobern, weil er böse ist. Er ist auf Darkseids Seite, weil er dessen Cousin ist. Keine Motivation.
Auch die anderen Helden wirken eher lustlos beim Retten der Welt. Gerade Cyborg, der für mich persönlich überhaupt nicht in die Justice League gehört. Ich bin ein großer Fan des Green Lantern Corps, ich bin ein großer Fan von Martian Manhunter. Und warum sie ihn aus der Justice League geworfen haben und dafür den eigentlichen Teen Titan Cyborg in die Liga geholt haben, verstehe ich persönlich überhaupt nicht, was ich super schade finde. Und ja, natürlich, Superman sieht mit seinem Bart sehr, sehr merkwürdig aus. Aber auch das wäre nicht nötig gewesen, wenn man sich einfach vorher hätte eine Richtung festlegen können, in die Justice League eigentlich gehen soll, statt im Nachhinein den halben Film nachzudrehen mit einem anderen Regisseur, einer komplett anderen Tonalität. Das Ganze beißt sich, das Ganze tut auch ab und an sehr weh beim Zuschauen, gerade der letzte Kampf, was sowieso immer das Problem eines DC-Films ist. Something, something Trident. Auf Platz 4 steht der aktuelle DC-Film. Es ist Aquaman. Ich will zu diesem Film gar nicht viel sagen. Ich möchte einfach nur sagen, dass James Wan seinen Hauptcharakter verstanden hat. Aquaman fühlt sich in diesem Film tatsächlich an wie Aquaman aus den Comics. Geoff Johns hat viel aus seinen eigenen Comics, die er selber geschrieben hat, in die Aquaman-Reihe übernommen. Und Geoff Johns Comics gehören immer noch zu den besten Aquaman-Comics, die wir bisher haben, abgesehen von dieser sehr düsteren Phase, die Aquaman durchlebt hat. Und jetzt ist er endlich wieder zurück. Weniger kitschig. Und auch das ist so ein Ding, was Big Bang Theory Aquaman so ein bisschen aufgedrückt hat. Aquaman ist nicht uncool, Aquaman war noch nie uncool, er ist ein Badass und das wird endlich durch Jason Momoa auch visuell verkörpert. Visuell ist hier das Stichwort, denn dieser Film weiß durchaus zu beeindrucken. Das haben DC-Filme ohnehin gerade dem Marvel Cinematic Universe weit voraus. Visuell sind diese Filme atemberaubend. Trotz vielem und übermäßigem CGI sehen gerade die Kamerafahrten bei Aquaman sehr interessant aus. Die One-Takes, die wir bereits aus dem Trailer kennen, auch dieser Kampf zwischen Atlanta und den Atlanteans, die da auf die Erde kommen und sie zurückziehen wollen, zurück nach Atlantis bringen wollen. Und natürlich diese ganze Chemie zwischen der von Amber Heard gespielten Mara und Aquaman. All das fühlt sich gut an, all das fühlt sich richtig an. Auch King Orm ist eine interessante Figur, die leider ein wenig verbraten wurde. Aber er ist interessant anzuschauen. Das Character Design, das Creature Design, all das sind interessante Aspekte des Filmes. Aber er ist einfach viel zu lang. Mit 2 Stunden und 37 Minuten ist dieser Film einfach viel zu lang. Und viel zu vollgepackt mit unnötigen Expositionen. Alles wird erklärt, alles muss uns nochmal visuell gezeigt werden, statt es einfach nur anzureißen. Und dadurch entsteht diese lange Laufzeit, was dem Film leider nicht gut getan hat, aber insgesamt trotzdem einer der Filme ist, die ihre Hauptfigur verstanden haben. You killed him. I did. Auf Platz 3 steht der Startschuss ins DCEU, Man of Steel. Ich persönlich mag diesen Film, ich mag auch Zack Snyders visuellen Erzählstil. Er hat einen Superman gezeigt, der gerade am Anfang seiner Karriere steht. Jemand, der seine Kräfte noch nicht ganz kontrollieren kann, deswegen für massive Zerstörungen zuständig ist. Jemand, der seinen Vater verloren hat, seinen echten Vater verloren hat und seinen Ziehvater, seine Mutter verloren hat. Und all das versucht er jetzt so ein bisschen auf so einer eigenen Reise herauszufinden. Er versucht sich selbst zu finden auf den Spuren seiner Vergangenheit und entdeckt dann das kryptonische Schiff, auf dem er dort auch seinen eigentlichen Vater Jor-El kennenlernt. All das ist sehr interessant und wir sehen hier zum ersten Mal einen Superman, der sich tatsächlich entwickeln muss, der nicht gleich dieses übermenschliche Wesen ist, sondern ein Superman, der von einem Menschen oder einem Wesen wächst zu einem Helden, jemand, der seine Kräfte nicht kontrollieren kann, der nicht weiß, wie er damit umgehen soll und was passiert, wenn er diesen Kräften freien Lauf lässt und am Ende sogar vor der Entscheidung steht, Auslöschung seines Volkes, seines kryptonischen Volkes, indem er Zod tötet, oder der Auslöschung der Menschheit. Und er entscheidet sich natürlich dafür, die Menschheit zu retten, da er die meiste Zeit seines Lebens unter den Menschen verbracht hat, da er selbst ein Mensch geworden ist und diese Fähigkeiten, die er besitzt, Teil seiner Persönlichkeit sind, aber diese nicht übernehmen werden. Und all das hat Zack Snyder visuell und erzählerisch recht gut dargestellt. Aus diesem Grund ist Man of Steel weiterhin einer der wirklich guten Filme des DCEUs, den ich euch nur ans Herz legen kann, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Auf Platz 2 steht der wohl umstrittenste Film des DCEUs, Batman wie Superman. Und ich bin weiterhin Fan dieses Filmes. Wie gesagt, ich mag Zack Snyders Stil, ich mag seine visuelle Erzählweise und natürlich seinen Batman. Er hat uns den Batman gegeben, auf den wir wahrscheinlich schon immer gewartet haben. Diesen Muskelprotz, dieses gewaltige Erscheinungsbild, das Batman da an den Tag legt, Teil seines Daseins, seines Umgangs mit Verbrechern, die mittlerweile, wie er selbst sagt, seit 20 Jahren er bekämpft, aber nichts an der Situation ändern kann. Zudem sind noch viele seiner Freunde gestorben, weswegen Batman mittlerweile eher so zu einem
dunklen, brutalen Rächer als einem Helden geworden ist. Batman, der nicht davor zurückscheut, auch brutalste Kampfmethoden anzuwenden, um seine Feinde teilweise auch zu eliminieren. Aber er dann vor die Wahl gestellt wird, entweder er zieht diesen Rachefeldzug, dieses Brutalsein weiterhin durch, oder er stellt sich mit Superman den echten Gefahren dieses Planeten, was Lex Luthor und im letzten Moment auch dann Doomsday ist, der laut Zack Snyder tatsächlich nicht der echte Doomsday war, der soll offenbar noch irgendwo draußen im All rumfliegen. Auch hat mir Batman wie Superman auch wegen Wonder Womans erstem Auftritt gefallen, wie sie da auf dieses Schlachtfeld kommt und jedem die Shows stiehlt, alleine nur durch ihre Präsenz, ihre körperliche Kraft, die sie ausstrahlt. Das ist das erste Mal, dass wir die Wonder Woman zu sehen bekommen, wie sie in den Comics dargestellt wird. Mächtig, aber trotzdem angreifbar, persönlich, immer noch etwas zweifelnd aus ihrer Vergangenheit, aber sich immer mehr darüber erhebend. Und deswegen ist Batman wie Superman für mich trotzdem immer noch einer der besten und unterhaltsamsten Filme des DCEUs. I'm Diana of Themyscira. Daughter of Hippolyta. Und auf Platz 1, wie hätte es anders sein können, ist wahrscheinlich der beste Film des DCEUs und nicht nur wahrscheinlich, es ist der beste Film des DCEUs, Wonder Woman. Patty Jenkins hat ihre Heldin perfekt verstanden. Sie hat verstanden, dass wir es zwar mit einer Göttin, mit einer Amazone zu tun haben, die sich aber trotzdem in unserer Welt nicht zurechtfindet. Sie braucht Hilfe, sie braucht jemanden, der ihr diese Welt zeigt. Und den hat sie in Steve Trevor gefunden. Und zum ersten Mal sind hier die Rollen etwas vertauscht. Es ist nämlich nicht die Frau, die an der Seite des Helden steht und gerettet werden muss, sondern der Mann, der gerettet werden muss von der Heldin. Und auch die Dynamik zwischen Steve Trevor und Wonder Woman ist hier großartig inszeniert und dargestellt. Steve Trevor, der sich am Anfang in einem ihm unbekannten Territorium durchkämpfen muss, auf der Insel der Amazonen, Themyscira, und dann dieser Tausch zwischen Wonder Woman, die sich in unserer Welt zurechtfinden muss. Und Yves hat es in seinem Video bereits gesagt, wir haben natürlich eine der besten Szenen, wenn nicht sogar die beste Szene des gesamten DCEUs in Wonder Woman, das No Man's Land, wenn Wonder Woman aus dem Schützengraben heraustritt und sich den feindlichen Deutschen gegenüberstellt und wir zum ersten Mal das volle Potenzial ihrer Kräfte sehen, die anfangs noch zweifelnde, sich hinter dem Schild versteckende Amazone, die dann plötzlich bemerkt, dass all ihre Kraft nicht unbedingt ihrem Körperlichen entspringt, sondern auch dem, an was sie glaubt. Und das ist Gerechtigkeit, das ist der richtige Weg. Sie legt ihr Schild ab und fängt dann an, eine Anführerin für die alliierten Soldaten gegen die Deutschen zu werden. Und ja, auch hier ist wieder das Problem, der dritte Akt, der große Showdown. Mir hätte es persönlich gereicht, wenn sie General Ludendorff tötet und dann feststellt, dass Ludendorff gar nicht Ares ist und der Krieg sich immer weiterziehen wird, weil es tief, dieses Konfliktpotenzial tief im Menschen verankert ist. Leider sehen wir diese Schlacht noch, aber ich meine, die kann man ja auch überspringen. Ich denke, dass Wonder Woman einer der großartigsten Filme, auch überhaupt einer der großartigsten Superheldenfilme ist, da das Potenzial der Heldin verstanden wurde, da das Potenzial der Figur hinter der Heldin verstanden wurde und Wonder Woman selbst auch eine sehr sympathische Figur ist, mit der sich wahrscheinlich jeder von uns identifizieren kann. So, das war mein Ranking des DCEUs und das war nur meine Meinung. Seht ihr irgendwas anders? Hättet ihr es anders gerankt? Verratet es mir in den Kommentaren. Und wenn ihr schon dabei seid, vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines unserer Videos mehr verpasst. Ich hoffe, ihr habt dann eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr rein. Macht's gut!